Die Wafe-Verantwortlichen haben alle 2 Jahre in Wagram das Sagen. Seit 1984 werden im Stadtteil Wagram Umzüge organisiert. Mittlerweile hat man sich über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Heuer sind 34 Gruppen am Faschingssamstag mit dabei. Die Gruppen kommen aber nicht nur aus St. Pölten-Wagram, sondern nehmen auch eine längere Anreise in Kauf. Im Mittelpunkt steht auf jeden Fall der Spaß und die gute Laune. Wir haben heuer sehr aktiv nach neuen Gruppen gesucht, weil der Termin nicht optimal ist mit Semesterferien. Und ich glaube, wir haben heuer 5 oder 6 neue Gruppen. Wir fragen einfach herum im Bekanntenkreis und da findet sich immer wieder jemand, der bei verrückten Sachen gerne mitmacht. Und in puncto Verrücktheit fällt den Teilnehmern immer etwas Neues ein. In Vielfalt und Buntheit der Kostüme haben die Akteure viel Zeit investiert. Manche haben sich schon wochenlang auf den Tag vorbereitet. Die Esel haben wir am Kopf, weil wir uns, weil die zu klein sind zum draufsetzen. Jetzt haben wir es uns auf den Kopf gegeben. Ja, weil es um die Garde einfach geht. Wir sind schon seit 2 Jahren dabei, jedes Mal den ersten Platz gemacht. Schauen wir mal, was wir heuer schaffen. Wirklich, es taugt voll, die Leute winken uns zu, das ist einfach ein Spaß. Man ist eh schon viel Trauer auf der Welt, aber uns taugt das voll, wir saufen es voll an. Uns taugt das wirklich voll, wir sind eine Gemeinschaft, wir miteinander trainieren, alles, wir miteinander Match spielen. Darum machen wir das einfach miteinander. Da macht es nur mehr Spaß. Sich verkleiden ist aber nicht jedermanns Sache. Vor allem dann, wenn es einem nicht besonders gut geht. Im Stadtteil Wagram haben zigtausende die Straßen gesäumt und warten auf den Faschingstross. Na, ich denke, gerade wenn es vielleicht mal nicht so ganz gut läuft, dann muss man auch mal die Fröhlichkeit wieder pflegen und sagen, bewusst, und jetzt bin ich mal entspannt und jetzt lachen wir mal. Und das Leben ist so bunt und vielfältig und man soll sich von den schlimmen Dingen nicht einfach nur hinunterziehen lassen. Dass St. Pölten am 17. April den Gemeinderat wählt, war auch beim diesjährigen Umzug deutlich zu bemerken. Alle 4 Parteien waren mit verschiedenen Fahrzeugen, Luftballons und Giveaways vertreten. Der Kampf ums Rathaus macht auch im Fasching nicht Halt und färbt den Umzug in die jeweiligen Parteifarben. Jeder der 4 im Gemeinderat vertretenen Parteien hat die Narrenbühne genutzt, um Botschaften zu transportieren. Auch verköstigt wurde man von den vorbeifahrenden Gruppierungen. Müsst ihr Zucker haben? Der Tross bewegte sich im Schneckentempo von der Tierzuchthalle über die Oriongasse weiter zur Weibrechtstraße, Blöcknerstraße und dann über die Unterwagramer Straße zum Michaelplatz, wo die Festbühne aufgebaut war. Nach Auskunft der Veranstalter begleiteten rund 10.000 Besucher den Umzug. Für die Organisatoren der Wafe war es heuer der 5. Umzug, den man organisierte. Gefeiert wurde im beheizten Discozelt nach unbestätigten Meldungen noch bis spät in die Nacht hinein, weil ja der Fasching heuer besonders kurz ausgefallen ist.